Dass gewählte Volksvertreter von Gästen zweier Abgeordneter unserer Fraktion bedrängt und belästigt wurden, ist unzivilisiert und gehört sich nicht. Dafür entschuldige ich mich als Fraktionsvorsitzender. Das hätten wir verhindern und diese Besucher beaufsichtigen müssen. Ich möchte betonen, dass diese Besucher ganz offiziell angemeldet waren und somit auch die Sicherheitsüberprüfung durchlaufen haben. Nach den ersten Erkenntnissen sollen die in Verdacht stehenden Personen durch Hilfe von AfD-Abgeordneten Bistron, Müller, Hemmelgarn in den Bundestag eingeschleust worden sein. Schleusertätigkeit sozusagen. Damit nicht genug. Der AfD-Abgeordnete Huber soll mehrfach versucht haben, ohne Erlaubnis in fremde Büros mit Kamera und anderen Personen zu gelangen. Was wir Mittwoch erleben mussten, ist nicht weniger als ein Angriff auf das freie Mandat und ein Angriff auf die parlamentarische Demokratie. Und da hört der Spaß nun wirklich auf. Sie täuschen sich. Sie beeindrucken uns nicht. Sie mögen vielleicht die Methoden der Weimarer Zeit anwenden, aber diese Demokratie hat aus Weimar gelernt. Sie ist standhaft und sie ist wehrhaft. Und Sie erreichen nicht das, was Sie wollen. Wer das Gesetz zur Minderung der Corona-Folgen gleichsetzt, verharmlost den Faschismus und verhöhnt seine Opfer. Das heißt, diese Vertreter sehen sich offenbar selbst als Nachfolger dieser faschistischen Partei, und das ist erhellend und verheerend.